Mittelfränkisches Derby an diesem 16. Spieltag in der Regionalliga Bayern. Mit der U21 des 1. FC Nürnberg und Aufsteiger SC Eltersdorf stehen sich an diesem Samstag zwei Teams aus dem unteren Drittel der Tabelle gegenüber. Beide Mannschaften müssen also dringend punkten und dieser Druck ist bereits in den Anfangsminuten zu spüren. Das Spiel wirkt zerfahren. Heim- und Gastmannschaft spielen sich zu Beginn keine nennenswerten Chancen heraus. Nach gut einer halben Stunde dann etwas mehr Schwung in der Partie. Nürnberg erhöht den Druck. Eine scharfe Flanke von der linken Seite erreicht Pascal Moll völlig frei in der Box. Er kann zum 1:0 für die Club-Youngsters in der 32. Minute einschieben. Doch die Führung ist nur von kurzer Dauer. 39. Spielminute, Handspiel im Strafraum der Heimmannschaft. Folglich Strafstoß für die Nachbarn aus Eltersdorf. Stürmer Tim Fulmer behält die Nerven und verwandelt überragend zum 1:1. Mit diesem Spielstand geht es dann auch in die Pause. Der 1. FC Nürnberg 2 mit etwas mehr Spielanteilen. Nichtsdestotrotz geht das Unentschieden bis dahin aber in Ordnung. Beide Mannschaften kommen anschließend unverändert aus der Kabine. Zunächst plätschert das Spiel dann aber erstmal vor sich hin. Kurz darauf erhält Renner die Chance, für die Gäste in Führung zu gehen. Tim Sulmer tritt in der 64. Minute zum Eckstoß an. Robin Renner steht goldrichtig und verwandelt die Hereingabe per Kopf zum 1:2. 3 Minuten später dann der vermeintliche Ausgleich für die Heimmannschaft. Doch der Assistent an der Seitenlinie hob die Fahne. Abseits. In der 80. Minute dann eine weitere Großchance des Clubs. Doch diesmal steht der Pfosten im Weg. In der Schlussphase dann logischerweise viele Räume für den SC Eltersdorf. Und so macht in der 89. Minute Kelvin Sengül den Deckel auf das Franken-Derby. Endstand 1:3. Er ist natürlich hier für uns natürlich der große FCN. Das freut natürlich, sind einige Zuschauer auch jetzt von Eltersdorf mit angereist. Das sind ja, ist ja nicht weit. Von der Seite freut es mich auch für die. Es sind einige sogar, die Clubfans sind und den Club natürlich enthusiastisch anfeuern. Aber heute hat es mich gefreut, dass sie natürlich hinter den grün-weißen Farben mal gestanden sind und nicht hinter den rot-schwarzen. Letztendlich dank effektiverer Chancenverwertung ein verdienter Sieg für die Gäste, die in der Tabelle damit an Nürnberg vorbeiziehen und die Abstiegsrelegationsplätze verlassen. Dort, nämlich nun auf 17, steht die U21 des FCN.